Die Leute denken, ich hätte eine Art Midlife-Crisis. Aber es ist eher eine Art Erwachen. Na los! Meine Ziele haben sich nicht geändert. Glocke läuten und Geld verdienen. Er will mit Mary Lou nach Europa. Ich will, dass du dich um alles kümmerst. Die Angebote, das Büro, die Maklerin. Guten Morgen. Dein Bauch. Wie schön. Alles. Echt jetzt? Lass die Tasche hier, wir kaufen eine neue. Was wisst ihr über die neue? Ich weiß nicht, ob die O-Group bereit für mich ist, aber das hier ist ein perfektes Angebot, um Ihnen zu zeigen, in welcher Liga ich spielen kann. Bist du bereit? Man sagt ja, dass Geheimnisse etwas Verlockendes haben. Ich kann sie nicht ausstehen. Nicole arbeitet jetzt auch Vollzeit. Schön, dich wiederzusehen. Ich bin schon seit 8 Jahren bei der Oppenheim Group. Immobilien sind alles für mich. Es hat sich eine Maklerin gemeldet. Von der O-Group? Ja. Oh. Wir haben ein paar B*** im Büro. Chrishell würde so ziemlich alles tun, das ihr oder ihrem Image hilft. Du hast dich mit dem Verkauf von 2 Häusern geschmückt, die meine waren. Du hast es eindeutig auf mich abgesehen und ich möchte wissen, wieso. Als Christin finde ich Brees Beziehung ziemlich abstoßend. Sie weiß nicht, was aus ihrem Mund rauskommt. Warum ist sie sauer, wenn sie schuld ist? Genau. Mit wem ich Kinder habe, ist meine Sache. Spar dir deine Verurteilung. Wir sind doch keine Familie. Wir waren wie eine Familie. Lügen, Zwänge, Dinge, die ich nicht verstehe oder die mir gegen den Strich gehen. Das regt mich auf. Mein schlimmster Albtraum. Ich kümmere mich nicht drum. Doch, tust du. Das ist dein Ding. Hör einfach auf. Lass es einfach. Ich werde es nicht lassen und du machst mir keine Angst. Heilige Sch***. Warum hacken alle aufeinander rum? Vertragt euch doch einfach. Wie Öl im Feuer. Boom.